Ist schwierig, weil er lebt halt immer mit der Unterwelt, Melina, aber irgendwie ist er ja aus dieser Welt, ne? Lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krystal. Viele Erinnerungen an diese Zeit, geht das nicht mehr, trage ich noch in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja. Ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Ich weiß nicht, ob der Text so lang ist. Dieser Held bist du! In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbo sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Waffen. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbo gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffen mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Ray. Jetzt ist auch ganz klar, wo wir sind. Hallo? Wir haben wieder eine Truhe. Und da ist wieder ein Fluffy. Heureka! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß, dass du der wahre Held bist. Ray, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plauderei. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruga besiegen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Ray erhält Terra-Lanze. Noch hin, und? Ray erhält Enigma-Panzer, na? Terra? Enigma? Hey! Wobei, das ist der Enigma und nicht der Enigma-Panzer, also heißt es Terra Enigma. Die Waffen sind jetzt nicht in dem Sinne legendär, sondern die haben halt einfach nur pervers mehr Damage. So, das sind die legendären Waffen plus 22 halt. Und, ach genau, hier ist die Elfen, hier steht Elfenbeinlanze, warum auch immer. Die anderen würde ich eigentlich auch noch ganz gerne haben. Huch, wir haben ja noch einen nächsten Mantel, okay. Ja, plus 40 Abwehr. Dass wir jetzt natürlich absolut perversen Damage machen und ein bisschen HP verloren haben, ist klar. Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. So. Ist jetzt klar, wo wir sind? Weil wir haben ja auch die Stichwörter Wölfe gehört. Und Dorfbewohner haben Schatz verteidigt. Genau, wir sind in diesem jedem Dorf beim Nofesterwald. Hier, wo sind die Wölfe? Nee, warte. Der Fieps, 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 huch. Dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Ray, diesen Brief. Ich bin Major und schreibe aus Sibirien. Ray, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Jo, ist mir. Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Sehr interessant. Asmodeo, wir haben noch in dem Labor von Beruga davon gehört, dass nur noch 10% der Menschen davon, danach überlebt haben. Wir müssen Beruga das Handwerk legen oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fyda, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Mylin. Ray, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Wo sind die Wölfe? Sind hier noch Wölfe? Nee. Ja, das war doch dieses Kröster, wo wir die Hundeflöte und so weiter benutzt haben, Mensch. Das heißt hier Stockholm. Wir können nur leider, glaube ich, kein Haus reingehen. Aber was soll's? Ein vertrauter Ort. Nehmt ihr euch mit? Trellerö. Können wir nicht in den Shop gehen? Können wir in den Shop gehen? Können wir nicht? Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Naja, okay, gut, es wird bei allen so sein. Müssen jetzt wirklich den kompletten Weg mal 358 Euro, okay. So, passabler Damage, ne? Also, pff. Wer kann, der kann, ne? Och, halt die Klappe.
Aber es nervt mich, dass wir jetzt zurückgehen sollen. Will der mich nicht mit zurücknehmen, der blöde Vogel? Nee, scheint nicht so. Aber gut. Wir können ja quasi damit unsere Waffe ein bisschen testen. Also das ist im Grunde, wenn ich das nüchtern betrachte, doch die stärkste Waffe, die wir im Spiel kriegen. Wie gesagt, diese legendären Waffen, die vertauschen immer, oder vertauschen zum Beispiel, wie jetzt hier der Aura-Stab, den wir haben, den Angriffswert mit dem Verteidigungswert. What the fuck, wo ist hier lang? Ich glaube, wir müssen hier nach rechts. Ah, komm her. Also ich finde die Story von Terranigma einfach mega geil. Ich weiß nicht, mir gefällt die einfach. Die ist natürlich ein bisschen kitschig, ja, mit diesem oder was heißt kitschig? Ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Hollywood halt, aber weil dieses, so ich liebe dich und man trifft sie, die große Liebe trifft man wieder und dann schützt sie einen, rettet vor dem Bösen, Heini opfert sich selbst und der Held bleibt am Ende übrig und bricht fast zusammen. So in etwa. Das ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Classic. Ist jetzt nichts Neues halt. Gab es schon bei anderen Spielen und Filmen und was weiß ich, 10.000 Mal. Aber ich finde trotzdem so dieses, weißt du, du kommst aus einer Welt, hast, kriegst halt gesagt, musst die Welt retten, ja, findest heraus, du kommst aus der, oder aus der sogenannten Unterwelt, rettest so die ganzen Pflanzen, so die ganze Evolution eigentlich, Pflanzen, ja, ist dann, Tiere, also Vögel und was weiß ich alles und ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hier? Nee. Hä? Nicht lang. Und zum Schluss auch die Menschen und erfährst dann, dass du eigentlich nur den Bösen geholfen hast. Und dass du eigentlich scheiße bist. Und machst dich dann halt natürlich ein bisschen heldenhaft auf, um das Böse zu besiegen. Okay, ich raff grad nicht, wo ich lang soll. Das sieht doch nicht schlecht aus. Hier gab es, glaube ich, die Hundepfeife, oder? Oder war das der richtige Weg? Hier gab es, glaube ich, die Hundepfeife. Ja, hier gab es die Hundepfeife. Aber da muss ich doch hier runter. Ja, sag ich doch. Woo! Das macht es natürlich an der Stelle ein bisschen easy. Außerdem weiß ich nicht, ob ich Rot als geilste Waffenfarbe ansehe. So, ich hatte Grün, Blau, Gold eigentlich irgendwie ein bisschen geiler. Rot sieht so ein bisschen Standard aus. Ich weiß nicht, wenn ich mir so überlege, die Waffenfarben hier. Oh, genau, Waffenfarben. Hier das. Ich weiß gar nicht, was hat der Aurora eigentlich für eine Farbe? Warte mal, das gucken wir mal. Macht natürlich jetzt ein bisschen weniger damit. Grün, oh, sehr geil. Dafür sind wir natürlich unglaublich tanky halt. Ich finde das Grün eigentlich ziemlich geil. Und obwohl wir, glaube ich, zwei Stäbe hatten, die grau waren. Und grau ist natürlich relativ normal von seiner Farbe her. Fand ich den irgendwie auch nicht schlecht. Aber grün, finde ich, sieht schon ziemlich... Es erinnert mich ein bisschen an Broly von Dragon Ball Z. Und Gold sieht natürlich generell geil aus. Und blau sieht halt auch sehr, sehr, sehr. War das war auch blau, glaube ich. So. Aber naja. Ja, auf jeden Fall fette Sache und so, was auch immer ich jetzt halt meine. Das Geld, die paar Gold lasse ich halt jetzt mal hier rumliegen, weil das macht ja keinen Sinn. Brücke, jawohl. Au, oh, Sekunde, ich hab am Ohr gekratzt. Ja, das sind 30 Gold pro Gegner, den wir, also der uns gedroppt in etwa. Naja. So, jetzt dürfen wir gleich wieder am Anfang des noch fester Waldes sein. Hier mussten wir damals mit der Hermesglocke rumfuchteln und so.
Norfester, hier sind wir richtig. Gut. Okay, Nordsibirien. So, jetzt ist die Frage. Ich möchte eigentlich jetzt erstmal die ganzen Städteentwicklung machen. Das heißt, wir müssen auch nach Arolla wieder. Das ist hier. Lore kann man, glaube ich, auch weiterentwickeln. Oh, warte mal. Da gucke ich jetzt einfach mal. Ja, kann man. So. Wir werden gleich eine Versammlung über die Fremdländerstadt werden Zeuge historischer Ereignisse. Ist wundervoll. Der Tod des Königs lässt Lore aufblühen. Wo ist Prinzessin mit ihnen ein? Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir nicht auf das Recht uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder für das Amt kandidieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren. Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Jean. Gut, Louis, gib nur deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bitte, bevor ihr eure Stimme abgibt. Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Louis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Doch ich stimme... dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. So, okay... Ist seltsam, dass gerade Louis so etwas sagt. Meine Oma sagt immer, bevor du eine große Entscheidung triffst, denk gut nach. Hör außerdem auf Ratschläge von Spezialisten. Ich werde Jean wählen. Der Tod des Königs lässt Lore. Achso, ja, okay. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal kurz in irgendein komisches Haus reingehen. Und wieder raus. Die Wahl hat begonnen. Die Wahlurne steht dort drüben. Ich möchte die Steuern, die... Achso, ja, ja, okay. Da ist die Wahlurne. Schmeiß dein Kackding rein, Mann. Denk dran, diese Wahl entscheidet über die Zukunft des Landes. Wie soll ich bloß wählen? Ich stimme für Jean. Er scheint für diese Aufgabe. So. Wir werden nun die abgestimmten Zettel auswerten. Das kann noch etwas dauern. Komm später wieder. Bla bla bla. Gehen wir mal raus und wieder rein. Louis ist nämlich bekannt dafür, dass er ein Dreckspenner sein soll. Alles nur am Lügen ist. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich Jean 25 Stimmen, für Louis 24 Stimmen. Mit einer Stimme Mehrheit wurde ich gewählt. Trotzdem möchte ich Louis bitten, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Außerdem bitte ich euch alle um eure Unterstützung. Wir sammeln alle Vorschläge, die die Zukunft dieser Stadt betreffen. So, hätte ich für den anderen gestimmt, wäre diese Stadt nämlich nicht dem Untergang gehört, das stimmt nicht, sondern dann hätte sie sich nicht weiterentwickelt. Es ist ja noch ein kleines Dörfchen. Und wenn wir jetzt rausgehen, ist es immer noch ein kleines Dörfchen. What the fuck?